Angekommen sind sie eigentlich nie irgendwo richtig, die Russlanddeutschen. In der ehemaligen Sowjetunion waren sie die Deutschen. Hier als Spätaussiedler sind sie eben die Russen. Und dazu haben sie ein schlechtes Image. Sie seien kriminell und gingen keiner geregelten Arbeit nach. Es war vor mehr als 20 Jahren, wir kamen in das deutsche Land, weit weg von zu Hause und wagten einen Neuanfang. So weit weg von denen, die dir was bedeuten, so verdammt weit weg von Familie und Freunden. Der Abschied viel schwer, alle haben geweint, doch wir sehen uns wieder, wir kommen nach ein paar Jahren vorbei. Leider war ich viel zu klein, um alles zu verstehen, doch meine Eltern, sie vermissten das damalige Leben. Nichts gegen Deutschland, doch wir Aussiedler halten zusammen und bei euch gibt's keine Freundschaft. Es geht nur ums Geld, jeder für sich selbst. Er lacht mich an, doch ich sehe doch, wie der sich verstellt. Er macht einen auch nett, obwohl er mich nicht leiden kann, denn seiner Meinung nach bin ich hier in seinem Land. Er denkt, wir sind Russen, die es nur in Gruppen gibt. Doch wir sind Russlanddeutsche, das ist hier der Unterschied. Ja, und wir bleiben beim Thema Jugendliche und Gewalt, liebe Zuschauer. Es wird viel diskutiert hierzulande, aber was wird eigentlich dagegen getan? Die große Zahl von Russlanddeutschen. Auch da machen einige Jugendliche richtig Ärger. Ich bin so geworden, weil das Land mich enttäuscht hat. Sie sagen, ich sei Russe und das, obwohl ich Deutsch bin. Ich bin in Russland geboren, doch bin ein Deutscher. Tausendmal erklärt, doch sie kapieren es bis heute nicht. Sie sagten damals, es sollte nicht leicht sein. Doch wir sind vor 20 Jahren in dieses Land gekommen. Wir kamen doch nur vom Dorf in die Heimat. Doch in Wirklichkeit sind wir niemals angekommen. Ich weiß noch in der Schulzeit, ich war ein Einzelgänger. Denn wer etwas anders ist, der bleibt ein Fremder. Ich wollte nur paar Freunde, wollte nicht mehr. Doch sie lachten mich aus, denn ich rolle das R. Irgendwann hat's mir gereicht, ich habe zugeschlagen. Weil sie jeden Tag zu mir scheiß Russe sagten. Weil sie ständig über meine Mutter Witze machen. Und deswegen musste ich oft den Unterricht verlassen. Immer der Schuldige, die haben doch angefangen. Ich fühl mich ausgegrenzt und das vom ganzen Land. In der privaten Zeit auch so verachtet. Von irgendwelchen Fremden genauso behandelt. Wieso habt ihr was gegen uns? Kommt schon, sagt es doch. Schiebt die Schuld nicht auf uns, wenn ihr uns hier nicht haben wollt. Jetzt erklärt mir nochmal, wer schuld dran ist. Dieser ganze Hass, nur weil ich aus Russland bin. Ich bin so geworden, weil das Land mich enttäuscht hat. Sie sagen, ich sei Russe und das, obwohl ich Deutsch bin. Ich bin in Russland geboren, doch bin ein Deutscher. Tausendmal erklärt, doch sie kapieren es bis heute nicht. Sie sagten damals, es sollte nicht leicht sein. Doch wir sind vor 20 Jahren in dieses Land gekommen. Wir kamen doch nur vom Dorf in die Heimat. Doch in Wirklichkeit sind wir niemals angekommen. Jetzt bin ich erwachsen und noch immer nicht zu Hause. Denn dass wir Deutsche sind, wollen sie immer noch nicht glauben. Sie belügen sich nur selbst, doch ist ein Hund ein Huhn oder ein Hund, wenn er im Hühnerstall zur Welt kommt? Denk mal drüber nach, vielleicht änderst du ja mal deine Meinung und bist selber für uns da. Doch bis dahin ist es noch ein sehr, sehr langer Weg. Du wirst es verstehen, wenn du es selbst einmal erlebst. Man, die reden neidisch, wenn man sich ein Auto kauft. Oder schaut mal, der scheiß Russe hat ein Haus gebaut. Sie kriegen alles vom Staat, kriegen das Ganze bezahlt. Mach deine Augen auf, Mann, schau, wir arbeiten. Wir haben das alles, weil wir uns den Arsch aufreißen. Seid mal nicht so faul, dann könnt ihr euch das auch mal leisten. Ihr habt ein falsches Bild, ihr denkt, wir sind Schläger und Säufer. Ein riesen Dankeschön, alles wegen ihr Deutschland. Ich bin so geworden, weil das Land mich enttäuscht hat. Sie sagen, ich sei Russe und das, obwohl ich Deutsch bin. Ich bin in Russland geboren, doch bin ein Deutscher. Tausendmal erklärt, doch sie kapieren es bis heute nicht. Sie sagten damals, es sollte nicht leicht sein. Doch wir sind vor 20 Jahren in dieses Land gekommen. Wir kamen doch nur vom Dorf in die Heimat. Doch in Wirklichkeit sind wir niemals angekommen.